So ein bisschen der Romeo und Julia Konflikt. Es gibt zwei Familien und die Tochter Lucia liebt den Sohn der anderen Familie, die verfeindet sind miteinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Lucia spürt, dass etwas in Bewegung ist. Und sie ist aber noch alleine in ihrem Haus und in ihrer Welt gefangen. Und das haben wir durch die Videobilder versucht einzufangen. Diese Frauen, die sich verbinden, die sich wehren, die in der Choreografie zeigen, dass sie Nein sagen. Wir sind es ja schon gewöhnt, im Fernsehen, überall, immer in Talkshows oder in politischen Gremien, ständig nur Männer, Männer, Männer. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mit 15 Komparsen, also Kleindarstellern, Männern arbeiten, die Masken tragen, dass sie auch irgendwie dadurch auch eine Ähnlichkeit haben. Sie tragen ihre eigenen Gesichter nochmal vor sich selber. Und wir wollten eben so zeigen, dass die Männer sich dann auch in diesen, ich sag mal, Machenschaften auch irgendwie ähneln. Okay, also, Thorsten, du musst ein bisschen klarer auf Enrico zukommen. Und Apo, kannst du gleichzeitig mit Thorsten reinkommen? Ja, das ist, wo sie betet. Da, da sagt also sie... Beim ersten Mal drehen, habe ich schon einen Moment, wo ich hier reache. Ja. Ja. Dann steht sie auf, geht hier rüber. Du folgst mir mit dem Kopf, dann mit dem Körper, wenn sie die Männer wahrnimmt. Ja, ist immer gut, wenn du mit dem Kopf auch diese schrägen Bewegungen hast und dass aber die Maske immer wieder genau führt, ne? Weil die Maske wird man immer drunter durchsehen, dass die immer deine Bewegung führt. Und der Kopf, dieses leicht schräge, ist sehr schön, als hättest du irgendwie Mitleid mit ihr. Und jetzt guck sie immer wieder an, dass immer dein Gesicht führt. Die Vorstellung, dass da keine ZuschauerInnen sind, ist für mich ganz, ganz kompliziert. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich glaube, auch für die SängerInnen ist es fast noch schwieriger als für eine Regisseurin, weil für die bedeutet der Abend, das Spiel vor den Zuschauern ist das Wichtigste. Und es geht auch so um ein Gefühl. Ein Sänger möchte vor Zuschauern spielen und nicht vor leeren Plätzen. Also ich glaube, es ist echt überfällig, dass die Theater endlich wieder aufmachen dürfen.